Dann also herzlich willkommen zur dritten Folge live aus der Online-Redaktion. Wir haben immer noch keinen Namen und deshalb brauchen wir weiterhin eure Vorschläge, wie dieses Format hier heißen soll. Also wir sind schon wirklich gute dabei, wir haben auch schon Favoriten. Moritz, hast du auch einen Favoriten? Ja, aber den verrate ich nicht, weil ich hier niemanden beeinflussen möchte. Das ist ja gemein. Wir brauchen mehr Vorschläge. Ja. Mehr. Moritz, wir haben was zu feiern. Ist das nicht schön? Ja, das ist richtig toll. Wir sind keine nämlich Korken zum Knallen lassen. Nee, wir haben auch keinen. Wir wollten Konfettikanonen besorgen, aber wir haben keinen Staubsauger und deshalb haben wir es nicht getan, weil das wahrscheinlich unser Vietnam geworden wäre. Wir haben was zu feiern. Wir sind nämlich innovative Hochschule. Die FH Münster ist innovative Hochschule. Was bedeutet das, Jens? Das ist eine gute Frage. Das heißt, wir haben für 5 Jahre 9 Millionen Euro bekommen. Und weshalb? Weil wir gute Sachen machen. Nein, es geht um... Wir machen immer gute Sachen. Genau. Mit diesem Geld werden über einen Zeitraum von 5 Jahren Projekte befeuert oder ein Projekt befeuert, was vor allem im Bereich Gesundheit verankert ist. Mhm. Und da geht es eben darum, Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Gesellschaft zu transferieren, könnte man quasi sagen. Wer genaues darüber wissen will, wir haben auf unserer Startseite in den FH News und bei unseren Pressemitteilungen noch jede Menge Informationen darüber. Wenn wir das jetzt alles haarklein erzählen, dann ist der Tag vorbei. Genau. Das wird zu viel. Genau. Und wie immer, nachher in den Kommentaren findet ihr alle Links auch zu den Themen, die wir angesprochen haben. Genau. Wie geht's weiter? Mittwoch ist Storytag. Genau, gehen wir mal die Woche durch. Termine und Angebote. Mittwoch ist Storytag. Und da geht es um Ausbildung an der FH Münster. Wir bilden aus. Und wie wir ausbilden... Aber weshalb bilden wir aus? Wir sind doch eine Hochschule. Ja, weil wir es können, weil wir es drauf haben. Nein, bei uns in der Verwaltung und in vielen anderen Bereichen kann man eine Ausbildung machen. Wer also vielleicht noch eine Ausbildung sucht oder einen Ausbildungsplatz oder sich dafür interessiert, kann ja mal bei uns auf der Seite schauen. Kommen wir zurück zur Story. Am Mittwoch geht es um die Ausbildung zur, Moment, jetzt muss ich gucken, Kauffrau für Büromanagement. Und zwar haben wir 2 Mädels, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, Janice und Rabea. Haben wir mal ein bisschen im Alltag begleitet und haben geschaut, was lernen die hier überhaupt? Wie war die Ausbildung so? Was bringt einem das? Was ist so toll daran, an der FH Münster eine Ausbildung zu machen? Die ganze Geschichte am Mittwoch. Okay, ich bin gespannt. Verraten wir nicht zu viel. Ich kenne sie noch nicht. Ich auch nicht. Nein, doch, ich kenne sie schon. Liegt doch nicht. Gut, womit geht's weiter? Wir haben was Neues. Was Neues? Ja, genau, Video. Die andere von euch kennt schon vielleicht unsere Videoreihe, den Fernseher. Genau, wir haben auch noch ein anderes Format. Schaut mal auf unserer Website, aber wir haben noch ein anderes Format. Und das heißt, sag mal. Worum geht's denn da jetzt? Wir spielen uns hier die Bälle zu, das ist auch ein gutes Stichwort für später. Wenn ihr noch länger dran bleibt, am Ball bleibt, könnt ihr am Ende noch was gewinnen. Zurück zu Freitag. Sag mal, wir haben 2 studentische Hilfskräfte, die sind auf die Straße bzw. auf den Campus gegangen und haben zu einem recht interessanten Thema Stimmen eingefangen. Und was das genau ist, erfahrt ihr am Freitag. Bei Sag mal. Sag mal. Sag mal. Gut. Jetzt Donnerstag und Freitag haben wir. Genau, Donnerstag und Freitag haben wir noch was. Die Woche geht erst so in der zweiten Hälfte los. Das stimmt. Irgendwie montags, außer uns ist montags nichts los anscheinend. Ja, aber bei uns ist ja einiges los. Donnerstag und Freitag solltet ihr mal in der Stubengasse vorbeigehen, denn da kommt ein Foodtruck vorbei. Genau. Jetzt muss ich nochmal gucken. WWF. WWF. Genau. WWF. Da gibt es leckere Sachen aber zu essen. Nicht nur. Da gibt es Leckeres zu essen und dieses Essen ist was ganz Besonderes, denn was hat das mit der FH Münster zu tun? Studierende aus dem Fachbereich Ökotrophologie haben da extra Sachen entwickelt, die dort verköstigt werden können. Genau, wir wissen nicht genau, was es da gibt. Aber in der Regel ist das empfehlenswert. Wir waren genau. Schon ein paar Mal im Fachbereich und das sind eigentlich ausnahmslos gute Sachen. Genau, von der Kohlrabi-Suppe bis zur frittierten Heuschrecke kann man da eigentlich alles erwarten. Geht in die Stubengasse am Donnerstag und am Freitag. Guten Appetit. So, und das war es eigentlich schon. Jetzt kommen wir zu dem, was Jens eben schon verraten hat. Es ist die Zeit der Bälle, Abi-Bälle, Beachvolleybälle. Und weil man so schön draußen im Regen Volleyball, Beachvolleyball spielen kann, verlosen wir diesen tollen Beachvolleyball. Den haben wir nämlich letztes Jahr auf dem Dach der FH gefunden. Auf der Dachterrasse. Auf der Dachterrasse. Den haben wir gerettet, könnte man quasi sagen. Genau. Und wir können nichts damit anfangen, vielleicht ihr. Und wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, könnt ihr diesen
diesen Ball gewinnen. Ich finde, wir sollten es ein bisschen schwieriger machen. Echt? Oder ein bisschen anspruchsvoller. Ja, wir können nicht einfach einen Ball verschenken, ey, als ob wir es so dicker haben. Also, ich würde vorschlagen, unter allen, die einen Vorschlag für einen Namen für dieses Format machen,